Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Assan Ouedraogo auch in der nächsten Saison noch für den FC Schalke spielen wird. Nur wenn der Verein wieder in die Bundesliga aufsteigen würde, könnte er vielleicht bleiben. Deshalb fragen sich viele, wohin der 17-Jährige im Sommer gehen wird. Die Sportbild glaubt, dass er sehr wahrscheinlich Teil des geplanten Kaderumbruchs von RB Leipzig für die neue Saison sein wird. Es sieht so aus, als ob er zu RB Leipzig wechseln wird. Eine Entscheidung steht noch aus. Zuletzt wurden RB Leipzig zusammen mit Eintracht Frankfurt als die Hauptfavoriten angesehen, um Ouedraogo zu verpflichten. Obwohl Leipzig durch die Aussicht auf die Champions League besonders attraktiv ist, scheint es für den jungen Spieler hauptsächlich darum zu gehen, regelmäßig spielen zu können. Deshalb auch der Abstand zum FC Bayern. In der letzten Woche hatte Eintracht Frankfurt noch gehofft, RB Leipzig zu überholen. Aber anscheinend führen diese Bemühungen zu nichts. Es ist immer noch unklar, wie viel Schalke als Ablösesumme aufgrund der Ausstiegsklausel erhalten wird. Es könnte zwischen 7 und 15 Millionen Euro liegen, abhängig auch von bestimmten Erfolgsfaktoren des Vereins. Eintracht Frankfurt-Fans, teilt eure Meinung in den Kommentaren und vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren. Ich melde mich jederzeit mit weiteren Neuigkeiten von unserer Eintracht Frankfurt zurück.